und herzlich willkommen. Ich bin Ramona von Pinstempeln und für heute habe ich mir überlegt, wir könnten noch etwas für Silvester basteln. Genauer gesagt eine kleine Verpackung, wo man eine Wunderkerze reinstecken kann. Was man dann dem Gast als Goodie quasi hinlegen kann. Oder wenn man selbst eingeladen ist, könnte man das auch seinen Gastgebern als Mitbringsel mitbringen. Und ja, ich zeige dir mal die Verpackung, um die es heute geht. Nämlich diese hier. Und diese Wunderkerze, die habe ich noch aus dem letzten Jahr. Da habe ich extra die Verpackung aufgehoben. Das ist von der Firma hier, ne? Da habe ich die geholt. Die ist ungefähr so 16 cm lang. Je nachdem, welche Wunderkerzen du einpacken möchtest, es gibt ja auch diese ganz langen, müsstest du dann die Verpackung dementsprechend abändern in der Länge. Und ja, ich habe das Ganze auch in verschiedenen Farben mal gebastelt, weil jeder hat ja bekanntlich einen anderen Geschmack. Und nicht jeder steht jetzt zum Beispiel wie hier auf Gold mit Schwarz und Weiß. Ne, das ist die erste Variante. Ich habe jetzt das Ganze auch nochmal in Silber gebastelt. Wie gesagt, ich habe jetzt hier auch nur eine Wunderkerze. Das war die letzte aus dem letzten Jahr noch. Ich bin dieses Jahr auch noch gar nicht weggekommen, welche zu besorgen. Genau, also das ist jetzt die Rot-Silber-Variante. Im Hintergrund, da funkelt es. Und das habe ich dann auch nochmal in Blau gebastelt. Blau-Silber. So. Und wer es nicht ganz so glitzerig mag, da habe ich mal so halb-halb gemacht. Das heißt, ich habe hier unten einmal mit Glitzer gearbeitet. Ich weiß nicht, ob man es über die Kamera sehen kann. Auch den Spruch habe ich wieder in Silber embossed. Und hier oben habe ich dann mit dem Blending-Pinsel gearbeitet und habe das Ganze im Hintergrund gewischt. Und das Ganze einmal in Wassermelone. Und dann habe ich noch eine Variante gemacht mit einem bunten Feuerwerk, will ich mal sagen. Und das ist dann die hier. Und hier unten habe ich dann diese Metallicfolie grüne Apfel verwendet. Die gibt es ja im Doppelpack, grüne Apfel mit Wassermelone. Den Spruch habe ich in schwarz embossed. Kann man jetzt aber auch nicht so gut sehen. Und hier oben habe ich auch wieder mit dem Blending-Pinsel gearbeitet. Da habe ich einfach ein Stück Farbkarton in weiß genommen. Ich habe hier mal das als Beispiel. Hier einfach so ein paar Bahnen mit verschiedenen Farben gewischt und das dann einfach hinter den Farbkarton in schwarz hinterlegt und dadurch entsteht dann so ein schönes buntes Feuerwerk. Genau. Und heute basteln wir noch eine Variante in Jade Silber. Und verwendet habe ich dafür das Produktpaket Leuchtender Himmel. Das ist einmal dieses hier. Das ist das mit dem tollen Feuerwerk, was man nicht nur für Silvester-Goodies oder Karten nutzen kann, sondern man kann das natürlich auch zum Geburtstag nutzen. Ne? Das ist ja auch so ein Feuerwerk, passt ja da auch ganz gut. Da ist auch der Spruch dabei, Glückwunsch zum großen Tag. Dann haben wir hier, wir wünschen ein frohes neues Jahr, Silvesterparty und Hurra. Und dann haben wir auch noch Stanzformen. Da ist nur eine Stanzform dabei, die einen Stempel ausstanzt. Das ist nämlich dieser hier. Da passt diese Stanzform dazu. Und die anderen drei, beziehungsweise alle fünf, die sind indirekt. Das heißt, sie stanzen dann so wie hier halt in das Papier indirekt rein. Ne? Genau, und da haben wir halt diese drei, die habe ich für das benutzt. Dann haben wir hier noch diese Sterne und diesen Schweif haben wir hier noch mit dabei. Genau, und die möchte ich heute dazu verwenden. Und wie das Ganze nun gebastelt wird, das zeige ich dir jetzt. Zuerst benötigst du ein Stück Farbkarton in dem Maß 26,5 x 5 cm. Ich habe jetzt hier Jade genommen. Und das Ganze wird auf der langen Seite gefalzt bei 17,5 cm. Und das können wir dann auch direkt einmal nachknicken. Und da ich ja hier geschnitten habe, also ich habe das ja so in die Schneide, in mein Schneideteil hier reingelegt, dann kann das sein, wenn man das dann umdreht, das ist jetzt quasi vorne, dass die Kanten so ein bisschen nach oben stehen. Und es sieht ja meistens nicht ganz so schön aus, deswegen geht einfach her und
Nehmt das Falzbein und fahrt hier nochmal so drüber, dass sich das Papier nochmal legt und dann sieht es auch wieder gut aus. Genau, das können wir erstmal auf die Seite legen. Als nächstes benötigen wir zwei Stücke Papier und zwar einmal dieses Glanzpapier. Wenn du das nicht mit Glanzpapier hinterlegen willst, nimmst du einfach Farbkarton in Grundweiß und kannst es zum Beispiel anmalen, zum Beispiel, ne? Also mit diesem Blendingpinsel und ein Stückchen Farbkarton in Jade und die haben beide die Größe 8,7 mal 4,7. Das ist für den unteren Teil. Ich lege mal eins ins Bild. Ne? Das ist einmal hier dieses untere Stück. Und für das obere Stück benötigst du auch wieder zwei Stücke. Einmal Glanzpapier in einem Maß 8,2 mal 4,7 und Farbkarton in Grundweiß ebenfalls 8,2 mal 4,7. Und die Glanzpapiere können wir erstmal oder Glitzerpapiere können wir erstmal auf die Seite legen und die zwei werden wir jetzt ausstanzen. Dafür hole ich mir mal meine Stanzmaschine her. So. Und die Platten. Und in dem bunten Farbkarton, da werde ich jetzt einmal die große Stanzform nehmen, diese ganz große hier, und lege die so auf das Papier, dass in etwa ein Viertel davon auf dem Papier ist. Ich achte darauf, dass diese Löcher nicht zu nah an der Kante sind. Aber wenn das jetzt hier ungefähr wäre, ich weiß nicht, ob man es erkennen kann, ne, dass da ein Teil Papier und ein Teil leer ist, dann hat man so ausgefranste Kanten, ne? Und das sieht nicht so schön aus. Deswegen gucke ich da, dass das schön fortlaufend auf dem Papier ist. Hier unten auch. Das werde ich einmal so ausstanzen. Und Farbkarton Grundweiß, da nehme ich die anderen zwei Stanzformen. Einmal hier diese größere, die lege ich hier in der Mitte einmal hin. Und diese noch, die lege ich hier hin. Auch ziemlich weit nach innen, damit ziemlich viel von dieser Stanzform auf dem Papier ist. Dann hat man es später leichter auch mit dem Aufkleben. Und das stanze ich jetzt einmal aus. So, die kann erstmal weg. Die brauchen wir nicht mehr. Das lege ich auch erstmal auf die Seite. Und hier, da hängt jetzt alles drin. Die mache ich mir ganz kurz mal sauber. Und dann kann man die noch mal hier auflegen. So in etwa. Und noch mal durchkurbeln. So, dann kann die Stanzmaschine auch wieder weg. Hier sind die anderen zwei. Das lege ich auch mal hier hin. Das kann weg. So. Dann mache ich mir gleich mal die Stanzform mit sauber, indem ich hier mit diesem Roller drüber gehe und hier auch diese Einzelteile hier direkt raushole. So, ist das erste und das ist das zweite. Und die Stanzform mache ich mir auch gleich sauber. Genau. Und das hier, das klopfe ich einfach über meinen Mülleimer kurz ab. Ja, also ich gehe einfach nur so und dann fällt es einfach runter, also alles runter und dann ist die auch wieder sauber. Gut, das hätten wir auch. Als nächstes machen wir den Spruch.
Das legen wir auf die Seite. Und für den Spruch benötigst du ein Stückchen Farbkarton in dem Maß 5 x 2 cm. Das möchte ich mir embossen. Und zwar mit diesem silbernen Pulver. Dafür nehme ich meinen Embossing Buddy, gehe da einmal drüber, um die Statik runterzunehmen. Wenn möglich, ja nicht mehr groß anfassen. Na, wo ist es? Da ist es. Und ich weiß nicht, ob ihr es gemerkt hattet. Ich habe ja hier nur einmal frohes neues Jahr aufgestempelt. Der Spruch heißt aber eigentlich, wir wünschen ein frohes neues Jahr. Also das hier oben, das wollte ich nicht. Ich wollte jetzt nur frohes neues Jahr und das machen wir jetzt auch. Und den Stempel habe ich mir schon mal aufgezogen. Dann brauchen wir einmal die Klebetinte Versamark und ein Reststück Papier. Und ich mache es jetzt so, alles, was ich nicht stempeln möchte, das decke ich quasi mit meinem Reststück hier einmal ab. Nehme dann die Versamark-Tinte und gehe hier einmal drüber. Und dann kann ich das Ganze auch hier schon mal auf meinem Papier stempeln. So. Und dann nehme ich mir mein Pulver. Gebe das hier einmal drüber. Und dann kann ich das Ganze einmal mit dem Erhitzungsgerät einschmelzen. Und dann sieht das Ganze einmal so aus. Ja, dann hätten wir alles soweit zusammen. Das sind die zwei Teile, das hier und die zwei Glitzerpapiere. Und dann können wir uns ans Zusammenkleben machen. Und zwar werde ich jetzt erstmal den Farbkarton auf das Stück Glitzerpapier machen. Und zwar auf das, was genauso groß ist. Das ist ja das größere Stück, 8,7 x 4,7. Und hier achte ich drauf, dass am Rand überall Kleber ist, damit da auch nichts wegstehen kann. Und hier muss man auch aufpassen, dass man nicht zu viel Kleber drauf macht, weil das sieht dann schon nicht so schön aus, wenn das dann sich durch diese Löcher da quasi quillt. Und dann nehme ich das Glitzerpapier und lege das einmal von hinten drauf. Wenn möglich, ohne groß zu verrutschen. So. Andrücken. Das ist hier ein kleines Stück zu groß, aber das ist nicht so tragisch, da kommt ja eh gleich der Spruch drüber. Und das machen wir mit dem jetzt genauso. Einmal schön hier Kleber hin. Und dann die Glitzerfolie hinten dran. Und gut festdrücken. Irgendwie ist die Folie bei mir zu groß geworden. Ich weiß gar nicht warum. Aber das ist auch nicht so schlimm. Wie gesagt, wenn das hier unten noch ein bisschen rausguckt, da kommt eh gleich der Spruch noch drüber. Und diese Lasche hier, die
kleben wir jetzt fest, indem wir nur links und rechts einen Streifen Kleber hinmachen. Hier oben machen wir nichts hin, weil da wird ja dann die Wunderkerze noch reingesteckt. Kleben das jetzt hier einmal so fest. Dann bei diesem Glitzerpapier ist ja normalerweise so eine Trägerfolie drauf. Bei meinen Probestücken hatte ich die Trägerfolie abgemacht und draufgeklebt, aber dann war das nicht so genau in der Mitte. Deswegen lasse ich jetzt die Trägerfolie einmal drauf und mache hier einfach nur Flüssigkleber hin. Das war für mich einfacher, muss ich sagen. Und mache das mit einem kleinen Abstand, klebe ich das jetzt hier oben hin. Das andere Stück kommt nach unten. So. Und hier wäre dann der richtige Zeitpunkt, um auch die Wunderkerze hier reinzustecken, weil es ist dann gar nicht mehr so einfach, da den Eingang zu finden. Das wäre dann einmal hier. So. Und dann nehmen wir einfach nur noch Dimensionals. Da nehme ich auch mal gerne den Rand davon. Und setzt es dann hier oben drüber. Nicht ganz in der Mitte. So, und schon wäre die Verpackung für die Wunderkerze fertig. Ja, und das ist jetzt die Variante in Jade, Weiß und Silber. Finde ich auch ganz schick. Ja, ich hoffe, dir hat meine heutige Idee gefallen. Wenn ja, lass mir gerne ein Daumchen nach oben da oder abonniere mich, falls du das noch nicht gemacht hast. Und hier sind nochmal die ganzen Varianten, die ich gebastelt habe. Das ist mein letztes Video in diesem Jahr. Ich mache jetzt eine kleine Pause. In dem Sinne wünsche ich euch eine wunderbare Weihnachtszeit, frohe Weihnachten und guten Rutsch ins neue Jahr. Und wir sehen uns wieder, wenn ihr mögt, im neuen Jahr wieder mit einem neuen Video. Bis dahin, bleibt gesund, habt viel Spaß und viel kreative Ideen. Bis bald, eure Mona.